Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Wir wollen heute eine Aufgabe rechnen zum Thema Volumenarbeit idealer Gase. Also die Frage beantworten, wie viel Arbeit es benötigt, ein Gas zu komprimieren oder wie viel Arbeit frei wird, wenn ein Gas expandiert. Volumenarbeit von Gasen ist ein zentraler Punkt in fast jedem Verbrennungsmotor. Die Grundlagen dazu werden wir in dieser Übungsaufgabe ansprechen. Wir haben 2 Liter eines idealen einatomigen Gases, zum Beispiel Argon. Wir haben dieses Gas bei 2 Bar und 400 Kelvin. Das ist unser Ausgangszustand Index 1. Dieses Gas wird jetzt in mehreren Prozessen verändert. Zunächst mal wird das Gas isotherm reversibel auf 4 Liter expandiert. Dann wird das Gas isochor bei konstantem Volumen auf 800 Kelvin erwärmt. Dann wird das Gas isotherm auf 2 Liter komprimiert und anschließend isochor wieder abgekühlt auf den Ausgangszustand. Wir machen also einen Kreisprozess mit dem Gas. Das Gas kommt in seinen Ausgangszustand zurück. Wir sollen jetzt alle Zustandsgrößen, die in den einzelnen Zuständen relevant sind, ermitteln. Wir stellen dazu eine Tabelle auf. In dieser Tabelle markieren wir oben die Zustände 1, 2, 3 und 4, dann die Prozesse. Also Zustandsänderungen, römisch 1, 2, 3 und 4. Und in der linken Spalte haben Sie die Zustandsgrößen, Druck, Volumen, Temperatur. Und anschließend kommen die Prozessgrößen, Arbeit und Wärme. Wir starten mit den gegebenen Größen. Wir haben das Gas bei 2 Bar, wir haben 2 Liter und wir haben 400 Kelvin. Damit ist der Ausgangszustand eindeutig bestimmt. Jetzt wird unser Gas im ersten Schritt isotherm komprimiert. Entschuldigung, isotherm expandiert, das heißt, die Temperatur bleibt konstant. Auf 4 Liter wird das Volumen verdoppelt. Dann wird isochor, also bei konstantem Volumen, die Temperatur erhöht auf 800 Kelvin. Dann wird isotherm komprimiert auf 2 Liter. Soweit die Angaben in der Aufgabe. Jetzt werden wir Schritt für Schritt die fehlenden Angaben ergänzen. Ja, isotherm, was heißt das? Zustand 1 und 2 haben die gleiche Temperatur. Und isochor heißt, Zustand 2 und 3 haben das gleiche Volumen. Isotherm, Zustand 3 und 4 haben wir die gleiche Temperatur. Damit haben wir schon einige weitere Angaben ergänzt. Isotherm heißt aber auch, nach Boll-Majot, dass das Produkt P mal V konstant ist. Das heißt, der Druck P1 mal Volumen V1 ist Druck P2 mal Volumen V2. Das heißt, die 2 Bar mal 2 Liter müssen 4 Liter mal x Bar entsprechen. Entsprechend ergibt sich ein Druck für den Zustand 2 von 1 Bar. Wenn wir isochor erwärmen, dann können wir das Gay-Lussac'sche Gesetz anwenden, welches heißt, dass P durch T gleich konstant ist. P2 durch T2 ist P3 durch T3. P3 durch 800 Kelvin ist P2 durch 400 Kelvin. Wir erhöhen die Temperatur auf das Doppelte. Der Druck nimmt ebenfalls auf das Doppelte zu. 2 Bar ist der Druck im Zustand 3. Von Zustand 3 zu Zustand 4 ist wieder isotherm. Das heißt, wir können Boll-Majot anwenden. P mal V ist konstant. 2 mal 4 ist 4 mal 2. Also haben wir hier 4 Bar Druck. Somit haben wir die Zustände alle eindeutig beschrieben. Als nächstes rechnen wir
die Stoffmenge aus unseres Gases nach der idealen Gasgleichung PmV ist nRT, erhalten dann 0,12 mol. Jetzt können wir die Prozessgrößen ausrechnen. Arbeit und Wärme sind nicht mit einem Zustand korreliert, sondern mit einem Prozess. Ganz einfach ist das bei Isochorenprozessen, denn bei Isochorenprozessen ist die Volumenänderung 0 und damit ist auch die Volumenarbeit gleich 0. W gleich minus P dV. Das heißt, wir können schon mal zweimal 0 hier einsetzen für die Volumenarbeit. Beachten Sie, dass diese Prozessgrößen bei den entsprechenden Prozessen auch stehen und nicht etwa einem Zustand zugeordnet sind. Allgemein gilt der erste Hauptsatz dU gleich dW plus dQ. Und wenn dW gleich 0 ist, dann haben wir eben nur noch dQ. Und dann können wir einfach aus der Temperaturänderung Q ermitteln. Wir brauchen allerdings die Wärmekapazität CV. Für die isothermen Wege 1 und 3 können wir die Formel für die isotherme Volumenarbeit nRT lnVE durch VA benutzen. N haben wir ausgerechnet, 0,12 mol. RT kennen wir, die Volumina kennen wir und damit ist es kein Problem, die Arbeiten auszurechnen. Bevor wir das tun, wollen wir noch die vier Zustände in ein Diagramm einzeichnen, ein PV-Diagramm einzeichnen, denn in diesem Diagramm wird die Arbeit deutlich als Integral unter der Kurve. Sie sehen, dass zwischen 2 und 3 und 4 und 1 keinerlei Integral zu finden ist. Das sind die Isochoren-Vorgänge. Zwischen 1 und 2 und 3 und 4 haben wir hingegen Integrale unter den Hyperbeln. Das hier wäre zum Beispiel die Fläche, die der Arbeit W römisch 1 entspricht. Wir müssen dazu die entsprechenden Größen einsetzen oder wir können auch statt nRT P mal V einsetzen und wir erhalten dann eine Arbeit von minus 277 Joule. Das bedeutet, das Gas expandiert, gibt 277 Joule an die Umgebung ab. Die Arbeit von 3 nach 4 ist eine Kompressionsarbeit, die müssen wir von außen leisten. Die Arbeit ist auch vom Trage her deutlich größer. Wenn wir die entsprechenden Zahlen einsetzen, entweder nRT oder P mal V, erhalten wir einen positiven Wert, nämlich 554 Joule an Kompressionsarbeit. Diese Größen können wir einsetzen in unsere Tabelle. Wir können jetzt auch noch weitere Größen ergänzen, denn wir wissen, bei isothermer Kompression und Expansion ist Delta U gleich 0. Das Gas, solange es isotherm ist, hat immer die gleiche innere Energie. Bedeutet, die Wärme ist gleich der Arbeit. Wir können also die entsprechenden Wärmemengen sofort eintragen. Wir müssen nur das Vorzeichen umkehren. Die Wärme ist vom Betrag her gleich der Arbeit, aber eben umgekehrt vom Vorzeichen her. Plus 272, minus 554. Beim Schritt römisch 1, ein endothermer Schritt, wird 277 Joule an Wärme aufgenommen. Bei Schritt Nummer 3, ein exothermer Schritt, wird 554 Joule an Wärme abgegeben. Wenn wir die Wärme für die Schritte 2 und 4 berechnen wollen, dann nehmen wir die Formel CV mal Delta T. CV von einem einatomigen Gas ist 3 halbe R, denn wir haben nur die 3 Translationsfreiheitsgrade. Wir müssen zusätzlich noch mit N multiplizieren, weil 3 halbe R die molare Wärmekapazität ist. Wenn wir die Zahlen entsprechend einsetzen, bedenken, dass die Temperaturdifferenz jeweils 400 Kelvin ist, einmal plus und einmal minus, erhalten wir in einem Fall 600 und in einem Fall minus 600 Joule an aufgenommener bzw. abgegebener Wärme. Wenn wir jetzt die gesamte Änderung der inneren Energie berechnen wollen, Delta U, dann ist das nach dem ersten Hauptsatz einfach durch die Addition von W und Q möglich.
bei Schritt 1 0, bei Schritt 2 plus 600, Schritt 3 wieder 0, Schritt 4 minus 600. Was wir hier sehr schön sehen bei dem Grahlsprozess, ist, dass sich die Delta U Werte zu 0 aufsummieren. Das muss so sein. Bei jedem Grahlsprozess summieren sich die Änderungen der Zustandsgrößen zu 0, während die Wärme und die Arbeit sich in dem Fall nicht zu 0 summieren. Das sind Prozessgrößen, die haben kein Grahlsintegral, was 0 entspricht. In dem Fall ist es so, dass die Arbeitsbeträge sich zu 277 plus addieren, das heißt insgesamt mit Arbeit aufgenommen und Wärme addiert sich zu minus 277, insgesamt wird Wärme abgegeben. Wir haben also hier eine Maschine, die bei einem Zyklus 277 Joule Arbeit in 277 Joule Wärme umwandelt.